Geschichte, hat sehr viel Spaß gemacht. Habe ich trotzdem an den Nagel gehängt, weil ich die Welt retten wollte. Und heute steht man hier, fühlt sich manchmal immer noch so ein bisschen so wie man an. Wenn man aus Bethlehem kommt, ja, das ist ja der Name der Welt, eigentlich ist es da schön ruhig. Da kann man ganz hervorragend leben. Das funktioniert sehr, sehr gut und heute sind wir das halbe Jahr eigentlich mal hier. Ist etwas größer, hat man ja schon gesehen. Alles gut. Der ein oder andere hat richtig gedacht, hier gibt es 3 Kreuzungen mehr als zu Hause. Wir können jetzt eine ganz offene, lockere Runde machen, wenn es schon Fragen gibt, wenn irgendjemand was auf den Nägeln brennt, dann einfach raus damit. Ansonsten kann ich vielleicht noch ein bisschen was zum Werdegang erzählen, wie ich mich dann letztendlich hierher geschlagen habe. Da gibt es ja auch einen relativ markanten Bruch in dieser Linie und das, was wir heute so treiben und wo wir eigentlich hinwollen. Da bin ich aber völlig offen da, und das kann also jeder zu jeder Zeit auch einfach zwischenfragen. Das ist eine ganz relaxte Geschichte. Und was ich jetzt auch noch machen würde, ist das. Ja. Gut. Machen wir mal ganz locker. Ja, dann fangen wir einfach mal an. 2012 ist so der Einschnitt im Leben gewesen. Bis dahin hat man sich um Familie, Haus, Grundstück, Beruf und so weiter gekümmert. Und irgendwann saß ich zu Hause. Das ganze politische Geschehen war so ein bisschen Revue passieren lassen. Und man ist immer regelmäßig zur Wahl gegangen. Kann auch ganz offen sein, ich bin klassischer FDP-Wähler gewesen, einfach so aus dem Selbstverständnis heraus, wer fleißig ist, wer sich anstrengt, wer klare Ziele hat, der kann alles in seinem Leben erreichen, so ein Stück weit amerikanischer Traum. Mein eigener Werdegang spiegelt das ja so ein bisschen wider, indem ich 1994 mein Abitur gemacht habe, dann 6 Jahre zur Bundeswehr gegangen bin und dann erst mit 25 ein Studium begonnen habe und das nach 3 Jahren aber auch schon abgeschlossen. Und das sind dann halt eben so Dinge, wo man sich eben einfach an bestimmten Stellen im Leben entscheiden muss, wo soll die Reise denn eigentlich hingehen. Denn nach 6 Jahren Bundeswehr ist ja quasi die Qualifikation, die man mitgenommen hat, eigentlich jene gewesen, man kann sich gut im Wald verstecken. aber für den Broterwerb ist es natürlich etwas, etwas übersichtlich. Und nachdem man das Abitur gemacht hat, stand für mich eigentlich immer fest, ein Studium muss es auf jeden Fall noch sein. Und damals war Mechatronik Anfang 2000 noch ein sehr, sehr junges Studienfach. Ich habe das dann auch betriebsbegleitend gemacht. Und meine Frau, die ich damals in München kennengelernt hatte, habe ich dann eines Tages mit der freudigen Frage überrascht: Ich ziehe nach Stuttgart, kommst du mit? Sie blieb dran. Und gestern waren es 21 Jahre, die wir heute schon verheiratet sind. Ja, lief das Leben ganz normal in geregelten Bahnen, so wie das eigentlich alle hier im Hause auch kennen. Man kümmert sich halt eben um Haus, Hof, Kegel und so weiter, Job. Und 2012 saß ich auf der Couch und da war dann Wolfgang Schäuble derjenige, der ausschlaggebend war. Denn der erklärte uns zu dem damaligen Zeitpunkt sehr, sehr häufig in der Flimmerkiste, dass wir ganz viel Geld nach Griechenland überweisen müssen. Da saß ich zu Hause, guckte meine Frau an und habe gesagt, Mechatronik ist garantiert nicht artverwandt mit Währungspolitik, aber ich glaube diesem Mann nicht. Ich habe irgendwie so innerlich von meinem eigenen Selbstverständnis heraus, wenn man über die Thematik nachgedacht hat, für mich das Gefühl gehabt, das passt alles überhaupt nicht, das geht nicht auf, das kann gar nicht sein, das führt zu nichts. Dann stand ich da und dann sagte meine Frau, schimpf mich an dauernd rum, mach was. Ich habe gesagt, okay, es gibt das Internet, da findet man alles. Wie man häkelt, wie man Kartoffeln schält, da gibt es für alles gibt's irgendwie ein Erklärvideo oder irgendwelche Foren, in denen man sich austauschen kann. Da muss da garantiert auch irgendetwas geben, wo man mal über solche politischen Fragen diskutieren kann. Also habe ich die große Suchplattform bemüht und bin im September 2012 auf die Wahlalternative 2012 aufmerksam geworden. 2013, Entschuldigung. Wahlalternative 2013 hieß dieser Verein, der gegründet war von ungefähr 75% unserer damaligen Hochschulprofessoren für Volkswirtschaft und Ökonomie,
Unter anderem waren da dabei Professor Stabatti, Hans-Werner Sinn, Bernd Lucke und viele andere namhafte Größen, teilweise leider auch schon nicht mehr unter uns. Und die haben alle gesagt, naja, so eine europäische Gemeinschaftswährung, an sich eine schöne Idee, nur wenn man sich Regeln gibt, dann wäre es eigentlich richtig gut, wenn man sich auch dran hält. Und jetzt ist es ja nicht nur so, dass wir als Deutschland andere Länder halt eben auffordern, sich an diese Regeln zu halten. Nee, wir haben selber schon gute 160 Mal gegen diese Stabilitätskriterien verstoßen. Und das macht es also alles in Summe ein bisschen unglaubwürdig, was wir tun. Und im Hinblick auf die Griechen, die damals ja im Fokus standen, war natürlich die Frage, okay, wie sind die überhaupt da reingekommen, wenn vorher schon klar war, dass sie eigentlich die Stabilitätskriterien überhaupt nicht erfüllen können? Und was für eine Perspektive haben die jetzt eigentlich, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, ihren Finanzhaushalt selber gestalten zu können, sondern wenn es von Brüssel vorgegeben wird? Das führte ja dann zu massiven sozialen Verwerfungen in Griechenland und zu einer Jugendarbeitslosigkeit auch heute noch von 50-60%. Und da klingelten bei mir alle Alarmglocken mit der großen Frage, ist das fair, was wir da tun? Ist das europäische Partnerschaft? Ist das etwas, wo wir jeden gleich behandeln, wo jeder die gleichen Chancen hat? Oder geht es letzten Endes darum, dass einige wenige auf Kosten der anderen profitieren? Und so landete ich also quasi bei diesem Verein, trug mich dort ein als ein Interessent. Und dauert das ein paar Wochen und dann wurde man angeschrieben, ob man nicht Interesse hätte, Menschen zusammenzubringen. Also es haben sich ganz viele Leute in dieser Liste eingetragen im Internet und dann wurde eben gefragt, wer hat denn vor Ort Interesse, das Ganze so ein bisschen regional zu organisieren. Mal Stammtische einzuladen und die Leute zusammenzubringen, damit die sich kennenlernen können, damit die sich austauschen können. Und da habe ich gesagt, gut, klar, warum denn nicht? Sich nur hinsetzen und moppern ist relativ bequem, aber davon wird es nicht gut. Mach's dann. Und zack hatte ich den Hut auf für die Kreise Steinfurt und Großwerk. Wir haben uns dann eben auch schon im Spätherbst 2012 zusammengesetzt, haben uns da getroffen und an verschiedenen Orten und ausgetauscht, ganz lockere Runden. Und im Januar 2013 gab es dann auch für NRW ein Treffen in Dortmund. Ganz markante Stelle, Höfelsbrauerei. wo wir dann quasi diejenigen, die die Kreise organisiert haben, für NRW zusammensaßen und auch darüber diskutierten, wollen wir da eine Partei ausmachen. Da sprachen sich dann halt eben nicht nur an dieser Stelle, sondern auch in einer Online-Umfrage noch gute 75% aller Leute damals dafür aus, lasst uns eine Partei gründen, die sich halt eben um diese Themen Euro, Reform von Europa, Demokratie und so weiter eben kümmert. Das waren so eigentlich die Aufhänger, dass darum ging es. Und daraus wurde die AfD damals. War ich ja dementsprechend auch mit Gründungsmitglied und die Verantwortung, die man ja quasi schon mitbrachte, die trug sich dann so ein bisschen weiter. Also es war dann vielleicht ein Stück weit folgerichtig, dass ich dann auch gleich der erste Chef vom Regierungsbezirk Münster wurde, als diese Strukturen aufgebaut wurden, sodass dann halt in Münster dann auch die 8 Kreisverbände mitgegründet habe, die zum Regierungsbezirk gehören. Und schon später bin ich dann halt eben auch noch Mitglied des Landesvorstandes gewesen, die letzten 2 Jahre auch als stellvertretender Chef. Und das hat ja jeder irgendwo medial auch mitverfolgen können, was da für eine Dynamik einsetzte damals, wie viele Menschen halt eben zusammenströmten. Und viele kannten sich nicht. Sie hatten dann auch sicherlich an vielen Stellen ganz unterschiedliche Beweggründe, warum sie das gemacht haben. Aber das Ziel war natürlich erstmal für den Herbst 2013 irgendwie in diesen Bundestag zu kommen, um quasi diese gemeinsame Klammer Euro, Demokratie, EU mit einer anderen Stimme zu versehen. Und wie alle wissen, hat das nicht funktioniert. Und in der Rückschau muss man auch sagen, gut so. Denn da waren durchaus dann Leute dabei, Glücksritter, gescheiterte Existenzen, Schaumschläger und das volle Programm, aber halt eben auch, waren auch ganz viele gute Leute dabei. Aber die Mischung, die war sehr durchwachsen, würde ich mal sagen. Das sortierte sich danach natürlich relativ schnell, sodass also quasi die ersten schon direkt danach wieder absprangen, hat er keinen Erfolg, zack, weg, nächste Gelegenheit suchen. Und naja, und die es ernst meinten, die blieben halt eben dran und arbeiteten weiter.
Und was heute in der medialen Öffentlichkeit oder überhaupt auch in den Diskussionen gar keine Rolle mehr spielt, ist die Tatsache, dass es 2014 Leute gab, die schon sehr früh erkannt haben, da gibt es ja jetzt plötzlich eine Personalie in Thüringen, die ist schwierig. Und so war es dann halt eben zufälligerweise der heutige Ehemann von Frauke Petri, Markus Pritzell, der dann ja später auch Landeschef in NRW wurde, der damals zu Bernd Lucke als erster gesagt hatte, aufgepasst, da wächst was heran, das macht Probleme. Und Bernd Lucke war damals der Meinung, naja, der Mann hat Ambitionen, den kann ich steuern. Er wies sich wohl als gravierende Fehleinschätzung. Und 2015 hat dann ja auch jeder mitbekommen, was da passiert ist. Bernd Lucke verließ die Partei. Aber, und auch das ist gemeinhin nicht korrekt dargestellt quasi in den Medienberichten, nicht wegen eines Rechtsrucks, sondern als die Partei gegründet wurde, ist es ja nicht so, dass in jedem Landesverband oder in jedem Bundesland sofort alle Landesverbände, alle Kreisverbände da sind, dass es Arbeitsgruppen thematisch gibt und so weiter. Das muss ja alles erst gegründet werden. Das dauert ja ewig. Den ersten richtigen, echten Programmparteitag in der AfD gab es erst 2016. Da war Lucke schon ein Jahr ausgetreten. Und auf dem Weg dahin haben aber die Gründungsmitglieder, die damals noch an Bord waren, gesagt, wir versuchen aber jetzt, weil wir uns natürlich nicht nur auf Euro und EU und Demokratiedefizite beschränken wollen, sondern weil wir natürlich auch eine größere thematische Bandbreite abbilden wollen. Wir bilden jetzt Arbeitsgruppen und das versuchen wir alles so aufzubauen, wie wir davon ausgehen, dass es später auch mal satzungstechnisch beschlossen wird. Dass es also quasi rechtssicher ist, auch von den ganzen Beschlussgremien her. Und dann haben die das getan und sind eigenorganisiert, auch auf eigene Kosten, deutschlandweit, eben überall rumgefahren, haben diese ganzen Arbeitspapiere erstellt, haben das Ganze verdichtet nach oben hin, haben Landesarbeitsgruppen, Bundesarbeitsgruppen gebildet und so weiter. Und dann ist es eben leider nicht nur einmal vorgekommen, dass das fertige Endpapier bei Bernd Lucke auf dem Tisch lag und dann konnte es sein, dass am nächsten Tag was ganz anderes drauf stand. Weil er das einfach anders sah. Also gewisse professorale Attitüde, die er mitgebracht hat, interessierte sich an diversen Stellen halt eben nicht dafür, was vorher hunderte Mitglieder in einem riesigen Aufwand an Arbeit gemeinsam zusammengetragen haben. Er sah das halt eben einfach anders und dann ist er halt dementsprechend auch anders in die Öffentlichkeit gegangen. War ihm völlig schnuppe. Das ist der eigentliche Hauptgrund gewesen, warum es innerhalb der Partei das Zerwürfnis mit Bernd Lucke gab. Und um seine eigene innerparteiliche Position zu festigen, gründete er damals den Weckruf. Das war seine Organisation, wo er seine Gefolgschaft versammelte. Und die Reaktion aus Thüringen war die Gründung des Flügels. Das ist also quasi dieses ganze Höcke-Konstrukt, wo halt eben er dahinter steht. So. Und dann erfolgte halt eben die Nicht-Wiederwahl zum Parteivorsitzenden, was Lucke damit quittierte, dass er aus der Partei austrat. Die Medien das natürlich dann eben als den großen Rechtsruck verkauften, weil natürlich mit seinem Weggang der Anteil derer, die Einfluss, erhöhten Einfluss innerhalb der Partei bekamen, natürlich eher dann im Höcke-Umfeld anzusiedeln gewesen sind, klare Sache. Ja, aber es ist nicht die eigentliche Ursache gewesen. Und er nahm halt eben sehr, sehr viele gute Leute mit, auch sehr viele Gründungsmitglieder schon und auch sehr viele kompetente Menschen, die gar keine Ambitionen irgendwie auf Posten oder irgend sowas hatten, sondern die einfach nur inhaltlich vernünftig mitarbeiten wollten. Das war schon ein großer Verlust, das musste man sagen. Und naja, jetzt Menschen wie ich haben halt gesagt, okay, ich weiß um die Schwierigkeit, die wir mit dem Früchtchen aus Thüringen haben. Ich weiß aber auch, wie anstrengend es mit Bernd Lucke gewesen ist und dass halt eben sowohl das eine als das andere halt eben letzten Endes leider nicht so richtig zukunftsfähig ist für eine demokratische Partei, die möglichst viele Menschen mitnehmen möchte. Also schmeißt man nicht hin, sondern sagt, okay, wir arbeiten weiter. Ja, wir haben sowieso jetzt schon so viel Arbeit da reingesteckt, jetzt arbeiten wir weiter an der ganzen Sache. Und unsere Hoffnung war natürlich, dass wir dann eben auch durch unser eigenes Auftreten, durch eine vernünftige Sprache, durch vernünftige Themen und Auftreten und so weiter, und vor allen Dingen auch eine ganz klare Positionierung und Abgrenzung zu Radikalen und Extremen,
dass wir es darüber dann trotzdem wieder schaffen, trotz des Wegganges von Lucke, wieder halt eben mehr bürgerliche Wähler für uns zu gewinnen, wo wir damals halt eben nur noch davon ausgegangen sind, dass die Potenziale quasi im liberal-konservativen Umfeld zu finden sind. Dadurch, dass sich sowohl die FDP als auch die CDU inhaltlich programmatisch ja ein bisschen von dem wegbewegt haben, man kann auch an der einen Stelle sagen, vielleicht ein bisschen mehr wegbewegt haben, von dem, worüber sie groß geworden sind als Parteien, ist ja ein gewisses Vakuum entstanden, wo viele Wähler heutzutage ein Problem haben, ihre Heimat zu finden und nicht so richtig wissen, wo sie ihr Kreuz eigentlich auf den Zettel machen können. Ja, und leider ist es allerdings so, dass ab einem bestimmten Anzahl von, naja, ich sag's mal ganz salopp, von Schwachköpfen, es dazu führt, dass die vernünftigen Leute eben nicht mehr kommen, aber andere Schwachköpfe, ich finde das richtig gut. Und es gibt dann ein schönes Beispiel, was das so plakativ darstellt. Ich mache einen Stammtisch, da kommen 20 Leute. Und von den 20 Leuten ist einer dabei, der saß bisher immer nur zu Hause an seinem Computer und war sich hundertprozentig sicher, wenn da oben ein Flugzeug einen Kondensstreifen hinter sich herzieht, dann werden wir von einer geheimen Macht berieselt. Ja? Chemtrails. Also dann wären also Partikel, die dann ins Gehirn gehen und schlimme Sache. So, dann sitzen 19 Mann da und sagen, ist okay, schön, dass du da bist, trink dein Bier, alles wird gut. Beim zweiten Stammtisch ist der Kollege wieder da, weil er endlich Öffentlichkeit hat. Er ist überzeugt davon, dass das so ist, kommt also auf jeden Fall wieder und versucht seine Botschaft zu transportieren. Oh, aber die gleichen 19 sind dann eben nicht wieder da, weil sie arbeiten müssen, weil sie andere Verpflichtungen haben und so weiter. Da kommen also ein paar neue dabei, die beim ersten Mal nicht dabei gewesen sind. Und jetzt ist einer dabei, der weiß ganz, ganz sicher davon zu berichten, die BAD, eine GmbH. Der Ausweis ist überhaupt nicht echt. Ja? Wir müssten eigentlich alle gelbe Staatsbürger ausweisen. Dann sitzen 18 Mann da und sagen, schön, dass ihr da seid, trinkt euer Bier, alles wird gut. So. Und wenn sie den dritten Stammtisch machen, sind die zwei wieder da. Die haben ja ihre klare Botschaft, jeder für sich sein eigenes Thema, sie sind völlig überzeugt. Und beim dritten Mal ist da einer dabei, der sagt, naja, aber das mit dem Holocaust, da verarschen sie uns, das kann so nicht stimmen, das ist falsch. Dann haben sie drei Leute da sitzen, die von sich völlig überzeugt sind und die stellen für sich selber fest, die anderen 17 können uns nicht leiden, wir müssen uns verbünden. Und so kippt die Kiste. Und genau das ist passiert, letzten Endes. Da kann man eine Weile gegen ankämpfen, das haben wir auch probiert. Gerade ich dann auch in meiner Funktion als Landesvorstandsmitglied mit sehr offenem Visier ganz klare Grenzen gezogen, was innerhalb einer Partei gesagt werden kann und was eben nicht. Und es war insbesondere in unserem Umfeld, Petri, Prezell und Co., immer die ganz klare Devise, eine bürgerliche Partei mit uns kann es nur geben, entweder mit uns, ohne die, oder die machen halt eben ihre eigene Partei und wir sind halt eben raus. Und was wir dann halt erlebt haben in den Folgemonaten, war, dass sich halt eben auch unter den vermeintlich vernünftigen Leuten eine gewisse Mentalität oder ein gewisser Opportunismus herausbildete, dass man eben schaute, okay, mit wem muss ich denn jetzt klüngeln und wo muss ich mich andocken, damit es für mich auf jeden Fall gut ausgeht. Und wenn wir jetzt mal zu Hause bleiben in NRW, dann haben wir ja, der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen, den Direktor aus Ronau, Helmut Seif, der ja derzeit Landeschef der AfD in NRW ist. Er war immer am Schimpfen auch darüber, über diese ganzen Umtriebe mit Höcke und Co. und so weiter. Ja. Aber im Wahlkampf hat er 2017 einen Spruch gebracht, in dem er sagte, er hätte lieber 10 Höckes als eine Angela Merkel. Und er ist mir völlig das Gesicht entglitten, weil ich live daneben stand und gedacht habe, das hat er gerade nicht gesagt. Ja. Habe ihn dann versucht zur Rede zu stellen, was er gerüstet von sich wies. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich bin Fan von Angela Merkel, ja? Aber ich möchte mich nicht entscheiden müssen zwischen diesen beiden Optionen. Ja? Und das, was er da gerade präferiert hat, das geht garantiert am allerwenigsten. Dann behalte ich lieber Angela. Auch wenn das recht hart ist, aber das geht echt wirklich gar nicht. Ja? Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, er war halt eben der Meinung, dass unser Auftreten, unser Ziehen von Grenzen,
Und da steht er jetzt nur exemplarisch, halt dementsprechend auch für viele andere. Das wäre zu hart gewesen, das wäre zu restriktiv, man müsste die Leute mehr einbinden, man müsste gucken, wen man mitnehmen kann und so weiter. Und damit hat er, ist er uns quasi in den Rücken gefallen und viele andere halt eben entsprechend auch, indem sie diese klare Positionierung, die ja auch ein Bild nach außen vermittelt, eben nicht mitgetragen haben. Sie haben diese klare Grenzziehung einfach nie mitgemacht. Und das hat unsere Position natürlich letzten Endes so weit geschwächt, bis wir K.O. gegangen sind irgendwann. Und dann eben auch im Messer ist es so, dass er als Landeschef die gleichen Probleme hat, mit den gleichen Leuten, wie wir damals auch. Und jetzt auch Unterstützung dafür einfordert, aber wir sind schon weg. Und deswegen wird es auch nicht mehr gut in der Partei, sondern die Prognose, die wir schon vor Jahren gestellt haben, wie sich es halt dementsprechend entwickelt, geht weiterhin zu einer Radikalisierung, zu Forderungen, wie ich es gestern erst wieder lesen durfte. Wie stand es da? Wir müssen Wehrdörfer wieder gründen, damit wir uns verteidigen können an Ort und Stelle. Und da sitze ich dann da und denke mir, kann man machen, ist irgendwie bescheuert. Ja, geht nicht. Ja, und von daher haben wir es also keine Sekunde bereut, die Reißleine gezogen zu haben und zu sagen, wir steigen da aus, weil das einfach zu nichts führt, weil ein Personal an Bord ist, für das es keine Rechtfertigung einfach mehr gibt, was man nicht mehr mittragen kann, was wir nie mittragen wollten und wo wir auch nie bereit gewesen sind, in irgendeiner Art und Weise Kompromisse einzugehen. Das kam einfach nicht in Frage. Und was bleibt? Aus der AfD ist heute eine Partei geworden, von denen große Teile selber sagen, sie würden gerne Nachfolger der SPD werden. Kann man machen, gibt es wohl gerade eine Chance für. hat aber nichts mehr mit dem Gründungsgedanken von 2013 zu tun. Und liegt halt eben unter anderem eben auch daran, dass von den Gründungsmitgliedern 2013 eigentlich keiner mehr da ist. Das sind halt eben die große Anzahl, ich würde pauschal würde ich sagen, 85% weg, nicht mehr da. Und so hat sich das halt dementsprechend gewandelt. Und wenn 2012 zu mir jemand gekommen wäre, hätte er gesagt, lass uns eine Nachfolgepartei der SPD gründen, hätte ich gesagt, viel Erfolg. Weil es halt eben einfach nicht meine persönliche Präferenz gewesen ist. Und was bleibt für jetzt quasi in der politischen Landschaft heute über? Jemand, der eben nicht mehr so zufrieden ist mit Entscheidungen, die innerhalb der CDU getroffen werden oder auch im liberalen Lager bei der FDP, der sich vielleicht nach einer Alternative umguckt, weil er halt eben konservativ eingestellt ist, weil er gewisse Wertvorstellungen hat, der guckt auf den Wahlzettel und schaut drauf und sagt, ja verdammt, wo? Ja? Ich habe keine Möglichkeit mehr, das klar zu machen. Es gibt keine Partei, die diese klassisch freiheitlich-konservativen Werte mehr vertritt. Und das ist halt eben genau der Ansatz, den wir heute mit unserem Projekt verfolgen. Und trotzdem machen wir es noch ein bisschen anders, als es klassisch läuft. Indem wir halt eben nicht einfach nur diese blaue Partei gegründet haben, sondern eigentlich haben wir die blaue Wende ins Leben gerufen. Und diese blaue Wende ist ein Bürgerforum, wo es erstmal gar keine Rolle spielt, ob jemand, der mitmachen will, ein Parteibuch hat oder nicht. Und auch egal ist, was er für ein Parteibuch hat, sondern wir wollen eine Plattform schaffen, in der man parteiübergreifend Sachthemen vernünftig diskutieren kann. Ja, die Emotionalität ein bisschen raus, also die Welt wird nicht in 20 Jahren untergegangen sein, auch wenn einige derzeit ganz furchtbar daran glauben, das wird nicht passieren, sondern wieder mal ein bisschen sachlich. Jeder nimmt sich ein bisschen zurück und wir sprechen vernünftig und faktenbasiert über die verschiedenen Themen. Und die Partei, die gibt es im Grunde genommen nur, weil man ohne Partei halt eben zu Landtags- und zu Bundestagswahlen einfach nicht antreten darf. Das ist eine Voraussetzung, schlichte Rechtserfordernis. Und deswegen gibt es die Partei und die soll auch gar nicht so groß werden, die soll möglichst schlank bleiben, weil wir eigentlich möchten, dass möglichst viele Leute in diesem Bürgerforum zusammenkommen. Und wer sich jetzt die Frage stellt, naja, wie kann ich denn dann kandidieren? Ich kann auch ohne Parteimitgliedschaft kandidieren. Das haben wir letzten Freitag in Thüringen erst gemacht, da ist der Spitzenkandidat zur Landtagswahl, der in Thüringen jetzt für die blaue Partei ins Rennen geht quasi, der hat gar keinen Parteibuch. Der ist frei. Der war Zeit seines Lebens sowieso schon immer, er war irgendwann mal Anfang der 90er, war mal für 4 Jahre in der CDU, hat er gesagt. Und seitdem ist er parteilos
Und das ist halt eben genau das, was wir versuchen wollen zu etablieren, wenn man langfristig Politik in Deutschland verändern will. Denn wir haben, und das erleben wir hier ja nun mal jeden Tag, und vorhin konnte man es ja auch noch ein bisschen von oben mitsehen, leider gab es keine namentliche Abstimmung, ja, das wäre nochmal ein echtes Spektakel gewesen. Wir haben große Parteien und innerhalb von diesen großen Parteien geht es um Posten, Macht, Geld und die entsprechenden Abhängigkeitsstrukturen. Wenn da einer mit Kompetenz kommt, dann ist er gefährlich. Ja? Adenauer hat ja schon den Spruch gebracht, der Mann ist gut, der Mann muss weg. Ja? Das heißt, es spielt ja keine Rolle mehr, ob ich die fachliche Qualifikation jetzt wirklich habe, sondern es geht darum, welches Geflecht habe ich, welches Netzwerk habe ich, wie kann ich Mehrheiten generieren und so weiter. Und das erlebt man insbesondere bei namentlichen Abstimmungen. Dann werden im Plenum die Urnen aufgestellt und dann steht an jeder Urne aus jeder Fraktion ein Vertreter und hält die farbige Stimmkarte hoch, die gefälligst doch alle aus der Fraktion dort einwerfen sollen. Und jetzt gibt es natürlich, sag ich mal, den einen oder anderen Querkopf in der Fraktion, der sagt, ja, mir egal, aber eine andere Meinung. Ja? Das sind aber dann meistens die Leute, ich nenne jetzt mal exemplarisch Wild, Sprosbach und Co., Sprosbach ist ja nicht mehr dabei, die sehr sicher ihre Wahlkreise direkt gewinnen. Ja, denen kann das relativ egal sein. Aber was ist denn mit den letzten 20% an Bundestagsabgeordneten oder auch im Landtag, die über eine Landesliste eingezogen sind und die nach ihrer ersten Legislatur gerne noch eine zweite haben? Die brauchen ja im Teil dieses Abhängigkeitsnetzwerkes Mehrheiten, die dafür sorgen, dass sie anschließend, ja, ich blitze jetzt nicht runter, wir machen das jetzt hier weiter. Dann ist das eben so, ja, dann ist das so. Ja, weil jetzt gleich wieder eine namentliche Abstimmung ist, dann könnte man das Spektakel begutachten, aber wir dürfen ja jetzt nicht zurück auf die Tribüne und wenn ich da jetzt nicht teilnehme, dann zieht man mir Geld an. Aber das ist okay. So, das heißt also, es gibt viele Leute, das merkt man ja auch in Einzelgesprächen, die man hier führt, auch mit anderen Abgeordneten, die sind nicht immer der gleichen Meinung wie ihre Fraktion. Aber sie werden, naja, angehalten, der gleichen Meinung zu sein, dann, wenn es drauf ankommt. Und da sage ich eben schlicht und ergreifend nach, auch mit dem Blick ins Grundgesetz, ist das noch das freie Mandat? Oder ist es nicht mittlerweile so, dass Parteien, die laut Grundgesetz an der politischen Willensbildung mitwirken sollen, faktisch eigentlich alles bestimmen? Und genau das tun sie. Muss man einfach so rekapitulieren. Genau das passiert so, mal mindestens auf Landes-, aber eben auch auf Bundesebene natürlich ganz explizit. Und deswegen kommt da auch keiner großartig dazwischen. Bremen ist jetzt gerade das perfekte Beispiel, wie man Wählerwellen völlig ad absurdum führen kann. Die SPD wurde abgewählt und jetzt macht man mit Linken und Grünen zusammen Rot-Rot-Grün und dann bleiben alle wieder da auf ihren Stühlen sitzen, die vorher eben auch schon da waren und dafür gesorgt haben, dass das so eine Lebenswelt geworden ist. Ja. So ist es eigentlich nicht gedacht. Ja. Und das ist halt eben der Ansatz, wo wir sagen, das müssen wir versuchen irgendwie aufzubrechen, wenn man die Demokratie im Land wiederbeleben möchte, wenn man auch auf Bundesebene eine Möglichkeit schaffen will, wie man Menschen wieder mehr mit einbinden kann und wie man vor allen Dingen auch fachliche Kompetenz wieder mehr mit einbinden kann. Darum geht es, das ist das Projekt. Mal in Kürze soweit. Oder zusammengefasst. Da ist eine Frage. Wenn ich das richtig verstehe, plädieren Sie für eine Mehrheitsfindung über Fraktionen hinweg? Naja, Logo, es heißt ja immer, es gibt keinen Fraktionszwang. Ja, natürlich, ist ja auch verboten, aber. Das steht es auch nicht. Ja. Nee, aber faktisch gibt es den schon. Gehen wir mal zurück, Griechenland. Das medial gab es überhaupt gar keinen Aufschrei und ich saß zu Hause auf der Couch und habe ins Kissen gebissen. Da gab es eine Meldung wegen den Rettungspaketen, dass einzelne Leute gesagt haben, mache ich nicht. Stimme ich nicht mit der Fraktion. Und dann hieß es in den Nachrichten, die Fraktionschef werden mit den Abweichlern nochmal Einzelgespräche führen. Ja, hallo, was ist denn das? Und das wird einfach so hingenommen. Vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren war schon völlig normal, dass sowas gemacht wird. Ja? Dass auf so eine Art und Weise auf einzelne Abgeordnete, die Kraft Gesetzes nur ihrem Gewissen verpflichtet sind, so eingewirkt wurden. Und keinem juckt das.
Also ich könnte das mit mir selber jetzt nicht vereinbaren. Deswegen habe ich auch keine Schmerzen gehabt, auszusteigen. Denn als auch ich die Reißleine gezogen habe, ich habe ja gehofft gehabt, dass die vielen Leute, die immer gesagt haben, in die offene Auseinandersetzung könne man nicht vor der Wahl gehen, das machen wir nach der Wahl. Ja. Die hätten die allerletzte Chance gehabt, bei der Fraktionskonstituierung hier im Haus herzugehen und zu sagen, okay, jetzt sind wir, nachdem Petri ja direkt am Tag nach der Wahl ausgestiegen ist, sind wir noch 93 Leute hier, aber von den 93 Leuten gibt es 15, die haben so dermaßen eine am Hellen, die lassen wir nicht mit in die Fraktion rein. Das wäre konsequent gewesen. Und dann endlich mal glaubwürdig. Aber was habe ich erleben dürfen? Man hat im Hintergrund schon geklingelt. Das war völlig egal. Leute, die vorher noch solche Krokodilstränen geheult haben, weil sie von den Radikalen ja immer so zusammengehauen wurden und immer so unter Druck gesetzt wurden, die hatten schon geklingelt, weil es darum ging, ja, wie komme ich denn jetzt an den Fraktionsgeschäftsführerposten und wie komme ich denn jetzt dahin und wie kann ich meinen Einfluss dahin? Da war es alles völlig egal. Da gab es diese Trennung halt eben nicht mehr. Ich habe meine Klamotten gepackt und bin gegangen. Weil das dann wirklich der allerletzte Zeitpunkt war, wo dann definitiv klar war, das Ding ist durch. Das hat also quasi mit der Aufrichtigkeit, mit der Glaubwürdigkeit, die man den Menschen im Land verkaufen will, hat es einfach nichts zu tun, sondern man ist ein durch und durch durchtriebener Haufen geworden, der nach außen hin eben heuchelt, besonders anständig zu sein, es nach innen rein aber nicht, das sieht man bei der ganzen Parteispendengeschichte, das ist ein Paradebeispiel dafür. Das hat die Presse nicht erfunden, das, was da bisher veröffentlicht wurde, das stimmt halt eben tatsächlich und ich kann das sagen, weil es da schlicht und ergreifend. Und da ist halt eben die Frage, das ist für mich auch mein ganz persönlicher Werterahmen, in dem ich mich bewege, ich mich immer gefragt habe, wenn ich jetzt in dieses Plenum reinschaue, wen kann ich nehmen, der da jetzt sitzt und kann sagen, Glaubwürdigkeit und persönliche Integrität sind genau die Attribute, die diesen Menschen auszeichnen. Wen kann ich da nehmen? Und das wurde eine kurze Liste. Und da war für mich immer der Antriebspunkt, ich sage, wenn ich das mache, und es war keine leichte Entscheidung zu Hause, mit meiner Frau herzugehen und sagen, einen guten Job aufzugeben, was ich auch gut verdient habe und alles, herzugehen und zu sagen, wir krempeln unser Leben komplett um, da blieb ja kein Stein auf dem anderen, herzugehen und zu sagen, man macht das jetzt. Aber für mich ist halt eben einfach der Antrieb durch mein Auftreten und durch mein Wirken, auch hier im Hause, genau halt eben diese beiden Attribute wieder mitleben zu können und zu sagen, ich mache das, obwohl ich genau weiß, es ist der schwere Weg. Es ist der leichte Weg sicherlich kürzer, der schwere Weg ist einfach anstrengender. Und selbst wenn es nicht klappt und wenn ich 2021 mein Büro hier wieder ausräumen muss, dann kann ich für mich auf jeden Fall sagen, ich habe es probiert. Es hat halt eben nicht geklappt, dann ist das halt eben so. Aber ich habe mich niemals verbogen. Das ist der Punkt. Frage. Gehen Sie denn auch nach dem Gehör? Können Sie da irgendwo was? Das ist eine schöne Frage. Ja, manchmal. Also, es ist in der Tat so, dass nach, oder andersrum, wir sind fleißig. Auch wenn man in westfälischen Nachrichten nichts darüber liest. Ich habe im April eine Statistik erstellen lassen, wer in der aktuellen Legislaturperiode eigentlich wie viele Redebeiträge gehalten hat. Und da gibt es auf Platz 1 jemanden aus der CSU und auf Platz 2 ist schon der Typ aus Methelen. Also ich habe bis heute 60 Mal vor dem Plenum gesprochen. Und eine entsprechende Pressemitteilung sieht man halt eben nicht wieder, wird halt eben nicht transportiert. Presse hat kein Interesse daran, den Fraktionslosen zu transportieren. Hier im Haus ist es sehr wohl so, dass es hin und wieder mal auch fraktionsübergreifenden Applaus gibt, hält sich sehr, sehr in Grenzen, ist meistens dann, also es kommt immer dann mal vor, wenn es Themen sind, die auch innerhalb der Fraktion sowieso schon zu großen Kontroversen geführt haben, dass sich dann der ein oder andere traut. Und was es wesentlich häufiger gibt, ist, dass einzelne Abgeordnete später zu einem kommen und sagen, hey, war ein klasse Beitrag. Die trauen sich aber offen nicht. Also das ist, und es gibt natürlich dann eben auch, wenn man jetzt die alte Fraktion anschaut, die dürfen nicht. Ja, fragen Sie. Ja. Nein, nein, kann man nicht so sagen. Ich habe noch niemals davon gehört.
Ja, das liegt natürlich daran, dass es einmal in der Zeitung nicht transportiert wird, wobei die WN immerhin, da muss ich fairerweise sagen, zweimal einen Artikel über mich gebracht hat. Aber der letzte ist... Wir sind in Hessen. Ach so, okay, in Hessen. Das ist natürlich dann noch eine andere Baustelle. Ja. Nein. Also es ist keine Splitterpartei der AfD, weil die sich auch thematisch mittlerweile völlig verändert haben. Es gibt natürlich an der einen oder anderen Stelle gibt es noch Überschneidungen bei ein paar Themen, aber auch bei vielen anderen läuft es wirklich komplett entgegengesetzt. Also auch die AfD ist mittlerweile an vielen Stellen auf Forderungen aufgesprungen, wo sie mehr Staat möchte. Also noch mehr staatliche Kontrolle, noch mehr staatliches Umsorgen. Wobei hingegen halt eben unser oberster verbindender Punkt eben einfach der ist, der freie, eigenverantwortliche, selbstbestimmte Bürger, ja, dem der Staat nach Möglichkeit nicht auf die Ketten geht, sondern der eben halt eben Entfaltungsmöglichkeiten hat. Ja. Und gehört hat man natürlich bundesweit deswegen noch nicht so viel von uns, weil wir uns natürlich schon überlegen müssen, wird man nicht die gleichen Fehler machen bei einer Parteigründung wie früher, indem wir gesagt haben, lieber langsam, aber dafür vernünftig. Und dann ist die Frage schlicht und ergreifend gewesen, ab wann zählt es für uns? Und das ist dieses Jahr bei den Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen. Und deswegen ist die ganze Öffentlichkeitsarbeit, das ganze Engagement, und auch wir haben keine Parteienfinanzierung, nicht, wir müssen alles aus eigener Tasche bezahlen, das konzentriert sich alles darauf. Deswegen liest man in Hessen nichts, man liest auch in NRW nichts, ist ja eigentlich keiner großartig für. Wobei jetzt der Landtag, also unsere drei Landtagsabgeordneten, die wir in Düsseldorf haben, immerhin mal wieder das in die Zeitung geschafft haben. Aber allgemein ist das deutschlandweit sehr, sehr wenig. So, jetzt ganz hinten unser Kameramann. Gerade jetzt auch in den letzten Tagen wird ja viel von der SPD geredet, dass ja Frau Nahles jetzt zurücktreten wird. Es wird wohl auch schon in den Medien vom Thema Mobbing gesprochen. Bei Frau Wagenknecht war wohl auch dieselbe Geschichte, dass es Mobbing gewesen sein soll, obwohl sich die Linke ja davon auch distanziert. Auch innerhalb der AfD hat man immer wieder von Vorfällen gehört, wie zum Beispiel Lars Herrmann, der ja im realen Leben Polizist ist, der darf ja auch nicht mehr zu seinem alten Kreisverband gehen, weil er sich eben klar zu Björn, also gegen Björn Höcke distanziert hat. Also er sagt einfach, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Wie war es jetzt bei Frau Petri und Ihnen? Kann man da auch von einem Mobbing innerhalb der Partei sprechen? Ist es so ein Stil, dass ich als Politiker jetzt für den Ausdruck ein Arschloch sein muss und einfach wirklich die Leute hintergehen muss, um den Erfolg zu haben? Naja, manch einer mag das wahrscheinlich als adäquaten Lösungsweg für sich tatsächlich erachtet haben. Wir haben natürlich in unserer aktiven Zeit innerhalb der AfD mit offenem Visier gekämpft und da gab es sowieso immer volle Breitseite von den Leuten, die uns nicht leiden konnten. Vielleicht mag sich der ein oder andere, der jetzt aus NRW kommt, der wird sich wahrscheinlich eher nicht mehr daran erinnern, aber es gab 2016 rund um die Aufstellung der Landtagskandidaten gab es mal einen größeren Pressewirbel um angebliche Absprachen. Die es aber gar nicht gab. Also da ist dann das WhatsApp, früher hat man, wie das in Parteien halt so läuft, da haben sich die Interessensgruppen haben sich zusammengesetzt, haben überlegt, wen kann ich denn wählen. Ja? Wen setzen wir auf unsere Liste, was sind unsere Kandidaten, die wir unterstützen wollen. Ja? Das macht man früher, hat man es auf dem Zettel gemacht oder per Absprache, wollte immer sehen. Und dann ist ein WhatsApp-Chat veröffentlicht worden und da stand dann drin, kommt alle rein, der Wahlgang startet oder den kannst du nicht wählen, das ist eine Pfeife. Oder solche Dinge, also völlig harmlos. Es wurde in der Presse ein riesen Skandal draus gebastelt. Der Landeswahlleiter kam vor Lachen nicht in Schlaf, weil es rechtlich halt gar nichts war. Also es war überhaupt nichts. Die Presse hat den Chat aber nicht gefunden, sondern freundlicherweise von Parteifreunden zur Verfügung gestellt bekommen, die allerdings vergessen haben, ihren eigenen Chat zu veröffentlichen, den sie selber hatten. Und da stand dann zum Beispiel drin, ich habe das schwarz auf weiß archiviert, dass, da sind wir dann bei der Frage zum Thema Mobbing, was kein Mobbing in dem Sinne ist, sondern es gab Leute, die dachten darüber nach, sich Leuten wie mir mittels Unfällen zu entledigen. Das ist das Niveau innerhalb der Partei und diese Leute sind heute noch da. Sie sitzen als anerkannte Ansprechpartner an Tischen, um halt eben über die Geschicke des Landesverbandes zu diskutieren. Und das
Das hat also mit Partei nicht mehr viel zu tun. Das hat auch mit dem Anspruch, nach außen vernünftige Menschen zu sein, ehrlich zu sein und so weiter, nichts zu tun. Überhaupt nichts, sondern genau, was ich vorhin gesagt habe, diese Dinge Glaubwürdigkeit und Integrität, damit will eigentlich keiner was zu tun haben. Siegbert Röse. Siegbert Röse. Fällt mir da ein mit seinem Kennzeichen Leipzig AH1818 und Leipzig GD3345. Sind das solche Personen, die Sie ansprechen? Ja gut, das ist ja jetzt ein Sachse, der jetzt keinen direkten Eingriffsgewalt auf NRW hat. Intern reden wir, also ja, wir reden mal intern. Aber, intern sind die Leute natürlich völlig skrupellos. Jens Meyer ist ja eine andere Personalie, das ist ja dieser ehemalige Richter, der dieses Breivik-Vergleich gebracht hatte und der Meinung ist, dass die NPD die einzige Partei ist, die sich um die Interessen der Deutschen kümmert. Der ist ja auch nahtlos in die Fraktion rein integriert worden und das ist ja jemand gewesen, der innerhalb der Fraktion eigentlich gezeigt hat, wie es läuft, indem er eine Abgeordnete aus Sachsen Anfang des letzten Jahres innerhalb einer Fraktionssitzung angezischt hat, ich mach dich fertig, vor allen Leuten. Und dann hat die Fraktion mit ihm ein klein wenig geschimpft und dann war aber auch wieder gut. Also es passiert halt eben einfach nichts, sondern am Ende sind es Pseudomaßnahmen, die dazu führen, dass diese radikalen Gruppenteile ganz klar bestimmen, wo die Reise hingeht. Wie würden Sie das? Ich habe als Wähler das Problem, ich finde keine Partei, die ich wählen kann. Warum nicht? Ja. Auf der anderen Seite ist es ja Bürgerpflicht, wählen zu gehen. Ich war die ganze Zeit lang der Auffassung, wenn ich ganz bewusst nicht wählen gehe oder meine Stimme ungültig mache, kommt ja irgendwann mal an, weil ich ja nicht alleine damit stehe, die Wahlbeteiligung sinkt, ist ein Signal in die Partei oder an die Regierenden, zu sagen, oh, da läuft was falsch, da müssen wir gegensteuern. Ich habe dann irgendwann schnell erkannt, das ist denen egal, weil wenn 50% nur wählen gehen, dann kriegen die trotzdem ihre Plätze. Ja, also es passiert ja nichts, es tut nicht weh. Aber was mache ich dann? Ich kann keinen wählen. Ja. Nicht wählen gehen ist auch nicht die tolle Option. Ja. So. Naja, es braucht halt eben einfach Leute, die sagen, okay, wir engagieren uns jetzt, wir versuchen was aufzubauen, so wie wir das jetzt machen. Klar, wenn es keine Partei gibt, die das entsprechende Angebot bereitstellt, dann sind Sie halt als Wähler jetzt erst einmal ziemlich dran. muss man einfach so sagen. Ja, man hängt im leeren Raum und weiß nicht, was man machen sollte. Und wir sind halt jetzt eben entsprechend der Meinung, dass es für den freiheitlich-konservativen halt eben genau diese Lücke gibt, die wir ganz gerne besetzen wollen. Und haben natürlich auch ein Stück weit unsere Schwierigkeiten damit, dass es medial sofort zum Scheitern runtergeschrieben wird, weil man muss ja auch immer gucken, wem gehört die Presse heutzutage, wem gehören die Verlagshäuser und so weiter, in wessen Sinne schreiben die. Warum sind die Grünen zurzeit so dermaßen omnipräsent? Man kann ja keinen öffentlich-rechtlichen Sender mehr anmachen, ohne dass ein Habeck anlächelt. Wer ist der Mann überhaupt? Ja, ja eben. Und das ist natürlich unser Problem, dass es sehr, sehr schwierig ist für uns, ohne viel Geld flächendeckend im Land entsprechende Aufmerksamkeit zu erzielen. Und dann gibt es noch ein anderes Problem. Der Konservative ist gerne auch ein bisschen bequem manchmal. Und da haben wir öfter mal, also ich habe da schon ein paar so Aha-Erfahrungen gehabt, wo die Leute zu mir sagen, das ist eigentlich richtig gut, was ihr da macht. Aber weil deswegen und darum kann ich jetzt noch nicht so richtig, aber wenn ihr Erfolg habt, dann komme ich. Ja. Und dann steht man natürlich da und denkt sich wieder, okay, wo ist das Kissen, in das ich jetzt reinbeißen möchte? Ja. Ja. Die Kosten sind, dass das klappt. Und wenn den Menschen dann mal klar wird, weil auch jetzt hier im Osten, auch wenn die Prozente der AfD hier so hoch sind, ist ja hier nicht jeder per se Nazi. Es wäre auch falsch zu behaupten, dass alle, die in der AfD drin sind, Nazis sind. Das ist auch Quatsch. Das stimmt auch nicht. Ja? Aber die Grundquote ist halt eben ausreichend hoch. Es braucht halt eben irgendwo dieses Schlüsselereignis, wo es halt eben eine Partei schafft, die ein gewisses Angebot zur Verfügung stellt und es in ein Parlament schafft und den Beweis antritt und sagt, hier,
Da gibt es welche. Die haben das erste Mal geschafft. Lass uns mal gucken, was die machen. Und dann muss das halt eben Stück für Stück über alle Bundesländer ausgerollt werden. Das wird nicht so schnell gehen, wie eine AfD das hingelegt hat. Das ist uns auch klar. Das dauert. Aber wenn es funktioniert, dann nur so. Und halt eben über Leute, die dann eben auch sagen, hey, ich mache mit. Welches Programm haben Sie da in den Taxen? Das kann ich jetzt überzeugen, dass die. Ja, wobei ich jetzt um Nachsicht bilden muss, dass ich das nicht auswendig kann. Weil ich auch an der Erstellung ja nicht mitgearbeitet habe. Aber natürlich sind es klare Demokratiefragen, Unabhängigkeit von Justiz, Aufrechterhaltung der Gewaltenteilung. Dann, was immer wieder eine zentrale Rolle spielt, ist innere Sicherheit halt eben herstellen, dass unsere Polizei und auch unser Grenzschutz halt eben nicht ständig dem Geld hinterherjagt, was an anderen Stellen halt überall rausgeschmissen wird. Bildung ist das gleiche Thema. Da vielleicht auch als Überbegriff, weil es ja ganz gerne übergreifend diskutiert wird, sagen wir würden gerne oder wir sprechen uns für die Aufhebung des Kooperationsverbotes aus. Dass wir sagen, wir möchten ganz gerne deutschlandweit einheitliche Standards haben, die für alle gelten. Länder, die schreien natürlich dann immer sofort rum und sagen, naja, aber Bildung ist das Letzte, wo wir als Länder selber noch eigen entscheiden dürfen und so weiter. Ja, das ist richtig. Ob die dann halt eben entsprechend ihr Abitur mit Singen und Klatschen oder mit besonderen Leistungsklassen erreichen, das können die Länder dann wieder selber entscheiden. Nur wenn ich in Münster mein Abitur mache, dann muss das genauso viel wert sein wie in Hannover oder wie in München oder wie in Stuttgart. Ja? Das ist halt eben der Punkt, worauf wir hinaus wollen, weil gerade hier, ne, unsere wunderschöne Hauptstadt, ich glaube 3 Jahre ist das ungefähr her, die 10. Klasse Mathe Abschlussprüfung. Sensationelle Abschlussquote. Boah, was haben die sich hier gefreut? Ja? Dann haben die Bayern gesagt, ja, cool, das war das Klasse 7. Und das sind halt eben die Punkte. Und da ist halt Sachsen ist halt eben eins der Länder, was in diesem Bildungssektor halt eben ganz weit vorne ist, auch zusammen mit den Bayern. Und dann gibt es ganz spezifische Probleme, wie jetzt zum Beispiel mit den Wölfen in Sachsen. Da wird noch ziemlich viel Schmuh getrieben mit Fördermitteln und so weiter. Und das bildet dann halt eben so den Rahmen. Ja. Das ist jetzt sehr, sehr stark vereinfacht. Also. Die Einwanderungsthematik ist ja eine Thematik, die ja bundesweit gelöst werden muss. Und da ist bei uns im Haus natürlich eben auch ganz klar die Positionierung so, dass wir trennen müssen zwischen Asyl, zwischen Flucht und Migration und dass nicht ständig alles in einen Topf schmeißen wird, weil das rechtlich halt eben völlig unterschiedliche Dinge sind, mit ganz anderen Folgen, ganz anderen Verpflichtungen und ganz anderen Maßnahmen. Und dass natürlich ganz, ganz klar ist, dass jemand, der asylberechtigt ist, Asyl haben muss, dass jemand, der tatsächlich auf der Flucht ist, halt eben genauso die Unterstützung braucht. Und was das Thema Migration anbetrifft, wir halt eben ein Modell brauchen, wie zum Beispiel eine Anlehnung an das kanadische, ein System nach Bedarf und nach gesellschaftlicher Schaffbarkeit halt eben einfach. Ja. Also alle rein. Wird irgendwann dazu führen, dass der Sozialstaat sagt, sorry, geht nicht mehr. Ja, also muss man Regularien schaffen, an die man sich dann auch hält. Da sind wir wieder beim nächsten Problem. Frage. Wenn Ihr Ziel jetzt erreicht werden sollte auf Landesebene, würden Sie denn dann in die Form der Partei langsam rüberwechseln wollen? Ja, die Partei gibt es ja. Ja, aber ich meine so mit der Struktur, dass die auch Geld bekommen und so? Ja, natürlich. Wenn der Einzug selbst wenn der Einzug nicht geschafft wird ins Parlament, gibt es ja ab einem bestimmten Wahlergebnis staatliche Parteienfinanzierung, damit man wenigstens eine gewisse Form der Teilhabe haben kann. Müssen wir natürlich genauso in Anspruch nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns Heerscharen von Spendern die Türe eintreten werden, ist relativ gering. Aber das werden wir natürlich genauso in Anspruch nehmen müssen, keine Frage. Das wäre ja letzten Endes auch ein Nachteil allen anderen gegenüber. Völlig unnötiger Nachteil, den man sich jetzt nicht unbedingt selbst auferlegen muss. Was man machen kann, ist damit vernünftig umgehen. Und halt eben den Steuerzahler nicht bescheißen, indem man halt eben ständig irgendwelche krummen Bücher hat. So wie das
Ja, jetzt auch gerade wieder. Der Bundesrechnungshof war es ja, glaube ich, ne, bei noch auf 2013 die alten fünf Fraktionen von damals. Da war es ja bei Geim oder irgendwas. Wir haben auch einen Bundeskanzler, der hat die Aussagen von Geim. Ja, 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 klar. Naja, also es gibt die tollsten Sachen passieren, da werden Koffer vergessen und so weiter. Also das kann schon mal passieren. Ja. Wenn es mal ein bisschen stressig ist, kommt das schon mal vor. Andere Fragen? Kann auch irgendwas ganz anderes sein, also was man wissen möchte. Lassen Sie mich mal bitte bei diesem Thema Spenden und Parteien, die da mal eingreifen. Die AfD hat ja nach diesem Spendenskandal gesagt, ja, wir sind eine recht junge Partei und wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollen. Frau Weidels Wahlkreis hat das Geld anscheinend schnell zurücküberwiesen. Sie sind jetzt eine neue Partei, die Blaue Partei. Sie bekommen jetzt Parteien für Gelder, Spendengelder. In diesem Konto, auf dieses Konto, würden Sie es zurücküberweisen oder würden Sie sich über das Geld freuen? Jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, eine junge Partei, die ist doch froh, wenn sie Geld hat. Rolle rückwärts an dieser Stelle, zurück noch zur aktiven AfD-Zeit. Während Pretzell Landeschef und ich Stellvertreter war und einer der in NRW mit Ausgetretenen, der heute im Landtag sitzt, Frank Neppe Schatzmeister war, haben wir auch aus dem Ausland eine Spende über 49.000 Euro erhalten auf das AfD-Konto. Völlig unerwartet für uns, war nicht angekündigt, keiner wusste, woher das Ganze kommt. So. Halten wir mal fest an der Stelle, haben wir gekriegt. Jetzt gehen wir zurück zu Frau Weidel, die ein bisschen mehr gekriegt hat, so unwesentlich. Ja. Was haben die gemacht? Die haben erstmal ein Unterkonto angelegt, haben verschiedene Rechnungen davon bezahlt und haben ein halbes Jahr darüber debattiert, was sie jetzt denn eigentlich tun sollen, wenn sie denn tatsächlich das halbe Jahr darüber debattiert haben. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass dann nach einem halben Jahr einem aufgefallen ist, naja, jetzt haben wir uns hier aber gerade ein gewaltiges Problem gebastelt. Was haben wir in NRW gemacht? Also quasi die bösen Halden, die Liberalalas, die man parteiintern ja immer beschimpft wurde, wir haben das Geld innerhalb von 3 Tagen zurücküberwiesen und haben gesagt, sorry Leute, geht nicht. So einfach ist das. So geht das. Ja, und so hat das zu sein. Andere Frage. In welchem Umfang wird die Parteispenden entgegengelegt? Oh, ich weiß gar nicht, ob das nach oben hin irgendwo gedeckelt ist. Es gibt halt eben Meldeverpflichtungen dann ab einer gewissen Größenordnung. Ich meine, dass ab 50.000 Euro muss es beim Bundespräsidenten angezeigt werden. Mit Namen des Spenders. Ich meine ja, aber das kann ich jetzt so im Detail gar nicht beantworten. Für den Fall, dass zufälligerweise einer 50.000 rumliegen hat, ich nenne den Namen, ja. Andere Fragen? Egal was. Wie geht's denn? Zum Beispiel über, nehmen wir mal Klimaschutz oder Energiewende zu sprechen. Ja. Naja, das hängt einmal davon ab, was man selber für eine Qualifikation mitbringt. Und dann ist es in der Fraktion ja so, dass man dort aufgrund der Vielzahl der Leute die Möglichkeit hat, sich thematisch zu spezialisieren. Ja, dann wird der entsprechende Ausschuss besetzt. Und dann hat ja jeder auch noch die Möglichkeit, das gilt für uns Fraktionslose auch, ein Team halt eben um sich zu versammeln, weil auch wir haben halt den entsprechenden, wir sind gleich am Ende. Ne? Ja. Die Menge Fotografen, das muss 17.10 Uhr sein, weil der Plan weg muss, der Fotograf. Okay, was sagt die Uhr jetzt? 17.06 Uhr. Das ist ja richtig viel Zeit. Ja, gut, okay, dann machen wir es nachher, genau. Und morgen haben wir dann auch noch den ganzen Tag. Für alle die Fragen, die jetzt nicht mehr eingefallen sind. Das ist gut.